Der Teufel steckt im Detail und auch mich hat es jetzt mal getroffen. Hier bei dem Fahrsicherheitstraining in Grüßdölln. Hier ist das Mikrofon kaputt gegangen während der Aufnahme. Das heißt, zuerst waren die Soundaufnahmen sehr stark überschrien und dann hatte ich absolut gar keinen Sound nach 10 Minuten gehabt. So, dann werde ich das mal von zu Hause soweit einsprechen. Und damit sage ich willkommen bei Hornet on Tour. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt gerade beim Eingrooven, sag ich mal, die Strecke beschnuppern. Ist ja auch schon ziemlich lange her, dass wir hier gewesen sind, also insgesamt 2 Jahre. Die Veranstaltung ist vom Ordnungsamt soweit genehmigt, da es sich um eine Veranstaltung ohne Unterhaltungscharakter handelt. So heißt es in Brandenburg, ist diese legitim und darf auch stattfinden. So haben wir denn das auch in Anspruch genommen und hatten uns dann auch gefreut, dass wir dieses Fahrsicherheitstraining dort absolvieren durften. Hierbei nutze ich das Training, um die VfR besser kennenzulernen, so dass wir beide eine Einheit werden. Sie verhält sich nun etwas anders als die Hornet und ist auch anders aufgebaut. Zum Beispiel einen längeren Radstand, sie ist etwas höher und auch etwas schwerer als die Hornet. So gestaltet sich das Handling etwas schwierig und ich habe die Möglichkeit, beim Fahrsicherheitstraining das Motorrad besser kennenzulernen. Aber wie ist so ein Intensivtraining aufgebaut? Diese Frage möchte ich gerne euch beantworten, auch zeigen, welche Sachen dort vorkommen und was dort geübt wird. Aber wir wollen nicht lange schwafeln, wir wollen was zeigen. Auf geht's! Fangen wir mit dem ersten an. Erste Übung, Gefahrenbremsung aus einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Hierbei mache ich natürlich einen Fehler, weil die Bremswirkung der VfR hat mich doch sehr überrascht und diesen Fehler werde ich beim zweiten Mal, wie ihr seht, nicht wiederholen. Der Instructor zeigt mir auch gleich, welchen Fehler ich machte. Meine Blickführung stimmte überhaupt nicht. Der Blick bei einer Vollbremsung muss weit geradeaus gehen, nicht vor dem Vorderrad. Das war mein Problem und dieses gilt jetzt auszumerzen. Nun wird die Schwierigkeit etwas erhöht. Wir machen jetzt eine Gefahrenbremsung aus einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Das Bremsen haben wir dann mehrmals geübt, so dass es dann bei jedem saß. Die nächste Übung zeigt das Ausweichen ohne Bremsen. Man kennt es von der Fahrschule, es ist eine der Grundaufgaben für den Führerschein. Bei dem Ausweichen ohne Bremsen kommt es darauf an, die Blickführung zu haben und auch mit dem Lenkimpuls zu arbeiten. Um dieses besser zu verdeutlichen und auch zu üben, wurde diese Aufgabe mit dem Slalom kombiniert. Erhöhen wir jetzt die Schwierigkeit. Gefahrenbremsung auf nasser Fahrbahn. Hierzu wurde die Fahrbahn künstlich verwässert, sodass wir dieses simulieren können.
Der Spaß darf natürlich nicht zu kurz kommen und deswegen geht's auf die Rundstrecke. Hierbei setzen wir das Gelernte natürlich um, wie zum Beispiel die Blickführung und auch den Lenkimpuls. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Hierbei ist es wichtig, durch das langsame Fahren die Balance zu halten. Jeder kennt es, der den Führerschein gemacht hat, Schrittgeschwindigkeit, Slalomfahren. Hierbei wurden drei verschiedene Strecken aufgebaut. Die Pylonen stehen enger zusammen und damit erhöht sich auch die Schwierigkeit. Diese Übung habe ich mir sehr gewünscht. Die sogenannte Eisdielenwende beinhaltet das Wenden in einem Zug, und zwar langsam. Für so eine große Maschine oder schwere Maschine ist dies eine sehr große Herausforderung und nicht jeder Motorradfahrer beherrscht es. Auch ich habe damit meine Schwierigkeiten. Der Instructor führt uns diese Übung vor. Hierbei arbeiten wir mit Kupplung,
Gas und der Hinterradbremse, um das Motorrad bei der Langsamfahrt zu stabilisieren. Aber auch die Blickführung darf nicht vernachlässigt werden, denn dort, wo wir hinschauen, da fahren wir auch hin. Ich lese sehr oft die Fragen, bringt es was, so ein Fahrsicherheitstraining überhaupt zu machen? Ich sage immer wieder, ja, es bringt was. Hier mal den Vergleich, so wie ich diesen Kurs am Vormittag gefahren bin und am Nachmittag. Jeweils sieht man dort deutlich die Verbesserung und es bringt immer etwas, ein Fahrsicherheitstraining zu besuchen. Ich habe nicht alles gezeigt, was wir den ganzen Tag gemacht haben. Einiges sollt ihr selbst erleben beim Fahrsicherheitstraining. Und dabei wünsche ich euch viel, viel Spaß. Small steps. Hierbei geht es nicht darum, diesen Kurs so schnell wie möglich zu befahren. Es geht eher darum, diesen Kurs sicher und richtig zu durchfahren, ohne die Linien zu berühren. Tja, heute mal ein ganz anderes Video in diesem Sinne, keinen richtigen Vlog, sondern eher was Eingesprochenes. Ich hätte mir zwar auch was anderes gewünscht, aber wir müssen mit dem leben, was wir haben. Ja, wie sieht's bei euch aus? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wart ihr schon mal bei einem Fahrsicherheitstraining? Was hat's euch gebracht und was könnt ihr empfehlen? Ja, das war's wieder mal von mir. Über einen Daumen würde ich mich natürlich freuen, auch über ein Abo. Bis dahin sage ich, kick mal wieder in, für die, die es nicht verstanden haben, schaut mal wieder rein, euer Hornet on Tour. Mach's gut, ciao, ciao.